So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit, Makedonien. Und die haben uns ein bisschen weggedrängt, die drängen wir jetzt wieder zurück. Und die haben sich von uns abgeschottert und da holen wir uns jetzt auch wieder alles. Vor allen Dingen, was lustig ist, die haben nur noch zwei Armeen. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Ich weiß nicht, wo die beiden hin sind. Aber sounds good to me. Es heißt jetzt nicht, dass sie nur noch die zwei Armeen haben, aber ich sehe halt jetzt nur noch die zwei. Genau. So, hier werde ich. Ja, Tempel baue ich eigentlich schon. Nur das da und das da und das da. Gut, du bist auch gerade gut dabei. Du gehst mal nach Numatia und du gehst weiter entlang der Küste. Mhm. So, die kommen mal mit. Wie viel? 75. Ja, okay, dann mache ich nochmal den. Oder den. Also zwei Runden belagere ich diesmal. Das ganze Zeug hier. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich Alexandria wiederbekomme, aber das kann ich jetzt noch nicht. Hier, Geschossschaden ist immer gut. Jäger. Na, dann mache ich mal Geschossschaden. Upgrade. Genau, den habe ich gerade hinbewegt. Oder letzte Runde. Folge. Und jetzt schaue ich mal, wie es hier aussieht. 0%, das ist gut. So. Dann schauen wir mal. Genau, gebildet. Der Diplomat hat uns hintergangen. Das ist cool. Zielfraktion Ikena, euer Diplomat ist zusammen mit einem klugen Taktiker zurückgekehrt. Eure eine Weile lang weiter marschieren. Das ist geil. Siedlung erobert. Bla bla blub. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so alles haben. Was bist du denn für einer? Ach, der wurde verletzt. Also, der hat niemand. Der hat jemand, okay. Militärausbildung. Sehr schön. Dann. Die Schlaven sollten mal hier rum. Genau, die scoutet auch, die bleibt hier, linke Faust hat was bekommen, hier, das da, die Söhne des Ares brauchen nichts und weiter geht's. So. So, die ganzen Einheiten, die sich jetzt fortbewegen, um an die Westfront zu bekommen. Ja, Athene bewegt sich jetzt auch dahin, das ist ganz gut. Hat mich ja nur 8000 gekostet, das ist in Ordnung. So, Nabatea, also. Bei der Flamme, das Bündnis zwischen uns muss gebrochen werden. Götter haben keinen gemeinsamen Weg für uns. Warum? Was ist denn los?
Dies ist mein Angebot im Namen meines Volkes, von den Göttern gesegnet. Überlegt wohl und bedacht. Also ich bezahle nichts, Hermes, eure Annahme, damit ich halt dich nicht erobern darf. Also wenn, müsstest du mir Tribut zahlen. Aber das willst du ja nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht so wild. Weil hier haben wir eine sehr gute Base zum Verteidigen. Ah ja, das ist die Stadt. Wir könnten auch versuchen, den den anzugreifen. Wir töten sie alle! Die Tyrannreiterei! Die Frage ist, woher er kommt. Das ist die große Frage der Fragen. Warte mal. Die Tyrannreiterei! Langbogenjäger! Ich lasse den trotzdem mal. Das ist ein krasser General. Cool. Bereit, loszureiten. Also rein theoretisch müssen ja alle von da kommen. Warte, schneller Angriff. Zielt auf verbündete Einheiten, um ihre Geschwindigkeit zu verbessern. Mhm. Okay, das ist jetzt unpraktisch, dass er von da kommt, aber okay. Bewegung! Das ist gerade sehr unpraktisch. Warte, dann baue ich mich mal schon mal da auf. Warte, die brauchen wir ja alle da nicht. Die brauchen wir ja alle wirklich nicht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich brauche eigentlich nur die. Warte, ich mach mal, damit es schnell geht. So, er kommt von da. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Der hat jetzt einfach mal so 9 gekillt. Wobei, nee. Wahrscheinlich weniger. Willst du mich verarschen? Okay, der General bleibt da. Die Pferde gehen mal Richtung da. Okay.
So, die Hopliten stelle ich mal schon mal hier hin. Wollen die nicht? So, jetzt. So, dann die werde ich mal hier hinstellen. Ah, endlich fertig. So, dann, also hier kann ich ja die beiden hinstellen. Wir sind mal hier, um die abzufahren. Die beiden gehen dahin und der geht mal hier hin. Bin ich ja zu Fuß schneller als ihr mit der Kavallerie. Was ist denn los? General? Die wollen einfach nicht gehen, ne? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Was für Noobs. Boah. Ja, Kommandant. Die Teilenreiterei. Stolze Söhne Makedoniens. Ja, Kommandant. Die Teilenreiterei. Gerade hatte ich ziemlich viel Friendly Fire, das hat mir gar nicht getaugt. Alter, dass der so lange gebraucht hat hier. Irgendwie sind die gerade etwas verbuggt, oder? Kommt mir das so vor. Was ist denn los? Die sind ja noch dümmer als sonst und das will was heißen. Junge, Junge, Junge. Irgendwie wahrscheinlich kommen die nicht ganz so mit der Karte klar. Nakedai! Oder der Nebel ist so hart. Da könnt ihr nicht. So hart. So dicht. Da könnt ihr nicht durchschauen. Mal schauen, ob die das jetzt verstanden haben. Nein, haben sie nicht.
Die. Okay, also Kavallerie werde ich auf dieser Karte nicht mehr einsetzen. Junge, Junge. Das ist einfach so, das ist so tragisch. Die wollen nicht. Also, hä? Die gehen jetzt dahin? Die gehen jetzt dahin? Die Map ist wirklich zu krass verbuggt. Das ist mir ja noch nie passiert. Was ist denn los? Komm, gleich habt ihr es geschafft. Come on. Ja. Ja, die haben es geschafft. Super. Und jetzt noch die anderen. Ja, gleich. Come on. Gleich habt ihr es. Yeah. Sie haben es geschafft. Junge. Das war ein... Das ist, ja, keine Ahnung, was das war, aber es war nicht lustig. Also, ja, na gut. Es war ein bisschen lustig und es war eher traurig als lustig, aber ja. Gut, die ersten kommen. Ihr macht mal noch keine Bam-Bam, sondern wartet mal, bis alle kommen. So, und jetzt Feuer frei. Kraftkonzentration war nochmal, ja, Angriff stark zu verbessern, ja. Und das da, schneller Angriff, ist das nur bei der ersten Phase, Geschwindigkeit, Angriff, Geschwindigkeit, Angriffsbonus. Ich glaube, das mache ich mal... Das kann ich auf alle machen. Autsch. Nee, die darf ich nicht mehr benutzen. So. Ja, sowieso mal eine Idee, hier rauszukommen. Ach, deswegen ist der die ganze Zeit hier stehen geblieben, wegen der Map. Das macht ja dann sogar Sinn. Ja, ich hätte den eine unserer Einheiten motivieren hat sollen. Ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, dann mache ich hier mal Brandgeschoss. Weil meine sind ja so motiviert hier. Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ich würde jetzt sehr gerne hier rein chargen. Ich versuch's mal. Königliche Feldherrn Makedonien. Ich hol mir mal jetzt die.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der macht jetzt auch nichts. Königliche Feldherren, wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ach, es gibt noch mehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die Geschwindigkeit. Keltische Krieger. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir sind schon müde, ja. Königliche Feldherren! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bogenschützen sind auch alle. So, jetzt versuche ich es nochmal mit der Kavallerie. Mal schauen. Das haben sie schon mal gemerkt, aber ja, die sind ja eigentlich vor die Flinte gelaufen. So, also an sich läuft alles. Das ist schon mal super. Und nochmal flup. So, und jetzt einmal von hinten chargen. Sehr schön. Und wieder raus. So, hier geht's auch gut. Hier in den Rücken von denen. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Einheiten dann meine Pikiniers oder also die Petze Tyroi vernichtet haben. Das würde mich schon sehr interessieren. So, die wanken alle, das heißt Feuer frei. Charge. Ich glaube, ein General ist noch übrig. Sicher weiß ich es nicht. Naja, ja, doch. Das wird schon passen. Glorreicher Sieg. Ist fast 700. Wow. Das ist krass. 300, 200, 100. Ja, aber 150, das war der in der zweiten Hälfte. Die waren auch ganz aktiv dabei, das war gut. So. Ja, aber das mit den Fernen hat mich ein
bisschen gestört, aber ist ja in Ordnung. Also, ist ja auch ein sehr altes Spiel. Genau. Bei der nächsten Unterbrechung würde ich dann auch Schluss machen, weil es schon wieder 25 Minuten um sind. Ach, Marin. Marin, was machst du denn mit mir? Genau, aber das spiele ich nächstes Mal. Und ja, ich spiel's. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.